Hallo an alle, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blue Kaizo Nordlord Challenge. Im letzten Part haben wir uns bis zum Felstunnel vorgewagt. Man sieht, man kommt nicht ins Pokémon Center und wir gehen das auch gleich rein. Allerdings möchte ich kurz vorher die gute Terry grüßen. Ist zwar jetzt nicht der Berliner Potsdamer Platz, aber Ferien! Oder wie auch immer das ausspricht. Okay, wer jetzt keinen Plan hat, was es das heißt, googelt es doch mal. Geht's los. Ja, es ist dunkel. Ich habe jetzt ganz cheatermäßig neben mir die Karte vom Original offen. Da kann ich mich zumindest an Uhr orientieren. Oh Gott. Nein! Ach, komm schon. Okay, ich brauche ein Pokémon, das schneller ist an der Spitze. Brauche ein Pokémon, das nicht paralysiert ist. Ja, unser Team ist halt ziemlich down gewesen das letzte Mal. Ich versuche einfach nur mit viel Gewalt irgendwie durchzukommen und möglichst wenig Trainer zu erwischen. So, hier müsste irgendwo ein Trainer sein. So gut, dass unser Pikachu nicht paralysiert ist. Genau, da ist ein Trainer. Ja, mit Karte ist jetzt natürlich ein bisschen einfacher, aber egal. Also mein Bildschirm, meine Bildschirme sind jetzt voll geklatscht mit irgendwelchen Karten gerade. Die findet man unter anderem bei PokeWiki und ich hätte mir eigentlich denken können, eigentlich muss ich Exe von haben. Aber der hatte glaube ich nicht mehr so viel AP auf Aquaknarr. Oh Gott, das ist so eine Scheiße. Na, warum? Was zur Hölle? Warum? Ja, also ich versuche es auf jeden Fall mit viel Gewalt durchzupressen. Siehst du, ich habe dabei natürlich nicht beachtet, dass ich vielleicht sehen sollte. Sorry für die kleine Unterbrechung. Oh, das fängt ja schon mal gut an. Halt, der erste Trainer. Der fucking erste Trainer. Ja, schön, dass du 37 bist. Oh, zeig mir, ich hab noch Tränke. Ich glaube, die waren alle. Ein Super Potion, komm. Ein Super Potion Exe. Wir müssen euch die Paralyse, wenn unser Pokémon noch langsamer. Okay, ich tausche jetzt Exe nach vorne. Ich sehe, wann ich hier einen Trainer habe. Und auf dieser Ebene dürfte jetzt erstmal nichts kommen, bis zum nächsten Leiter. Wenn unser Pokémon jetzt nicht paralysiert, schaffen wir es ja eigentlich auch wegzurennen. Bam, bam. So, ganz am Rand ist die Treppe, genau. So, jetzt mal kurz schauen, wir gehen da in A rein und kommen dann... Wo steht's? Da raus. Okay, dann müssen wir jetzt hier rüber. Ja, mit Karte ist vielleicht ein bisschen geschiedet, aber egal. Und dort steht wieder so ein Typ rum, genau da oben. Genau da. Wieder so ein Pogomania, glaube ich. Ja, also die Information, welche Trainer wir jetzt besiegen, die habe ich natürlich jetzt nicht irgendwie hier offen. Da war einfach mal kein Platz mehr da gewesen und die setzen auf jeden Fall original kein Nido King ein. Ich glaube, ich eigentlich irgendwas Besseres habe. Komm, machen wir noch. Oh ja, haben wir keinen Schaufler mehr. Ich hoffe, der macht das nicht Donnerblitz oder sowas Lustiges. Ich habe gesagt, er macht das nicht Donnerblitz oder sowas. Hm. Okay. Ich hoffe, wir kommen hier durch. So, wir sind da unten. Ich muss mir nochmal merken, wo sind. Kämpfen gegen keine wilden Pokémon. Kämpfen auch nicht gegen Onix. Wenn die. So, hier oben. Warum? Naja, ist egal. Ich frage nicht mal nach. So, da ist wieder eine Tante. Bam, 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 bam. Okay. Zeit für Terry! Unser mega krasses Glurak. Ernsthaft. Ich hätte ein Item für. Nein, habe ich natürlich nicht. So muss es natürlich gehen, okay.
Also nicht irgendwie so eine Garantie, dass er jetzt mindestens eine Runde schlafen müsste, aber ist egal. Ich zweifle das nicht an, der ersten Gerät zum Mal ist ein bisschen anders. Ach, jetzt mal sogar der Super-Trankkampf, würde ich sagen. So, ich hoffe, man hört den Lärm im Hintergrund nicht. Ich muss die Fenster machen, weil es hier gerade 20 Grad warm ist und ich habe eine Dachwohnung. Daher ist es ein bisschen kuschelig hier. Und unser nächstes Pokémon ist paralysiert, so wie es sein sollte, ne? Oh nein, es kommt der Shit. Da mache ich nicht mit. Oh, fick dich. Nein, es fließt immer schneller. Ich muss irgendwie mal etwas schnell besiegen. Oh. Warum? Komm, ruckzucki, Prio-Attacke. Und dein ganzes Team ist schon inzwischen paralysiert. Ha, daneben. Deine hohe Spezialverteidigung bringt dir einen Scheiß, wenn ich mit Ruckzucki angreife. Außer du machst einen Supertrank. Alter, das Dumme ist, der könnte das ganze Team damit zerstören. Wenn ich irgendwas... Ach komm schon, ernsthaft. Der killt unser ganzes Team jetzt. Ich kann ihn nur mit Ruckzuck besiegen, oder was? Und den letzten Trank. Weil das viel immer schneller ist, Mann. Das ist... Die Waffe ist viel zu OP. Ich habe kein Pokémon schneller ist. Ich kann es nur mit Ruckzuck angreifen. Echse bringt überhaupt nichts. Ich weiß nicht, ob ich mit... Ich krieg einfach keinen Angriff durch, weil der immer schneller ist. Kannst du sehen, wie er mein Team vernichtet? Oh, eigentlich. Oh, es ist so grauslich. Ich hoffe, wir schaffen es irgendwie. Mann, das war Trainer 2 und da oben kommt gleich noch einer. Unser Team ist irgendwie so nur paralysiert, da können wir auf jeden Fall. Jetzt hätten wir Pokémon einnehmen. Ist eigentlich egal, ich nehme einfach mal die 4 am Anfang. Weil es schnell ist, obwohl es ist paralysiert und deshalb bitter die Geschwindigkeit. Okay, ich bin offenbar an den Trainergreifer vorbei. So. Ich versuche an den Trainer. Also eigentlich müsste er hätte hier einen Trainer stehen müssen. An dem ich gerade einfach weit genug vorbei. Okay. Nächstes Pokémon ist vorne. Ich muss Echse vorne haben, weil alle anderen Pokémon sind durch die Paralyse einfach zu langsam. So, hier sind jetzt theoretisch 2 Trainer an. Aber ich muss nur einen besiegen. Okay, ich habe es irgendwie geschafft, hier vorbeizukommen. Jedenfalls auf der Originalkarte, denn ist mal, sind hier Trainer verzeichnet. Und ist eins nach unten. Komm über B raus. Wo ist das? Da oben. Dann werden wir hier jetzt drüben steht ein Trainer, auf sagen rechts neben mir. Den umgehen wir jetzt auch, indem wir nach links gehen. Und jetzt gehen wir ganz nach unten. Und hoffen.
dass wir wieder weit genug wegstehen, um da, oder da einfach kein Trainer steht. So. Da stand offenbar keiner, aber ich war weit genug weg. So, jetzt gehen wir wieder hier hoch. Weil vor der Leiter könnte eventuell auch wieder ein Trainer stehen. Auf dein Original. Ich gehe immer von Original, von den Original Dunkelfelshülle aus. Und dann bin ich jetzt hier. Und da, wenn man mit einem Abstand drüber läuft, dann steht da keiner. Steht da einer. Ich muss nicht gegen den kämpfen. So. Bam. So, jetzt sind wir hier bei C ist das rein. Und kommen da raus. Okay. Oh nein. Ich versuch's wieder an dem Ball vorbeizusneaken, wenn da welche sind. Ich weiß halt nur, wie es original aussieht. Und dann steht es, wenn wir jetzt hier durchgehen, fordert eventuell irgendeine Tante raus. Nein, da stand sie wirklich. An der konnten wir nicht vorbei. So. Genau, du. Du da! Sehr schön. Alter, habt keinen Wickel. Wenn ihr Wickel habt, dann... Ah! Ja komm, das zieht gerade nicht so viel ab. Oh, das zieht fast nichts ab. Okay, das war der erste Streich fast. Und der zweite folgt sogleich. Oh, mit Karte ist natürlich alles ein bisschen einfacher. Also wenn ich hier durch bin, erstmal instant ins Pokémon Center. Komm. In der Hoffnung, dass ich nicht paralysiert bin. Slash. Mit einer fast 90%igen Crit-Chance oder sowas. Und es war ein Crit. Yay! Genau so. So, und bei dem machen wir wieder Glut. Nein! Stop doing this! Es ist... Ich kann es nur mit Rückzieher beziehen. Weil nur da bin ich schnell genug über den. Oh, Alter. Livia, du musst überleben! Wenn ich einen Namen korrigieren kann. So, ich habe doch garantiert, ich hätte doch, glaube ich, noch einen normalen Trank. Ich kann mich erinnern, ich hätte noch einen normalen Trank. Oder habe ich den benutzt? Ich habe den benutzt. Okay, dann jetzt hier rüber. Es ist nur Totor, kann von sein, wenn er nicht paralysiert ist. So, vielleicht ist dieser Trainer jetzt auch nicht da. Ist aber da. Okay, das ist doch gar nicht so schlecht. Wenn der jetzt Schaufler macht, mache ich einfach auch Schaufler. Und... Aber er macht keinen Schaufler, weil ich ihn besiegt habe. Das ist auch gut. So, ich rechne mir gerade durch, dass wir mindestens noch drei Gegner besiegen... Ich habe ja keinen Schaufler. Drei Gegner besiegen müssen. Okay. Terry. Komm schon! Mmh. Nur Pokémon, die sehr effektiv sind. Okay. Besiege. Ja, okay, er macht gerade nicht Hypnose, das ist gut, es zieht 25 ab.
Besieg es! Besieg es! Los, tu es! Oh. Ist mir egal, ob es nicht sehr effektiv ist. Oh, sei nicht paralysiert! Ich sehe schon. Wir blecken gleich wieder aus, aber... Ich habe ja auch keine Tränke und kein Parahealer. Okay, wenn er jetzt nicht... Wenn er sich nicht selber angreift, haben wir gewonnen. Ah, Gecko, warum? Okay, tschüss. Okay, wir blacken gleich aus. Wow. 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 Okay. Hätte wieder klappen können, ne? Livia, du hast noch 12 KP, aber du kannst es schaffen. Ich glaube an dich. Tu es! Besiege diesen Trainer noch. Ha! 12 KP! 12 KP! Das Problem ist, wir kommen jetzt auch nicht zurück. Wir kommen einfach nicht zurück. Keiner so Pokémon kann halt Teleporter lernen, ne? Wir kommen nicht zurück und das ist das Miese. So, wir haben jetzt noch ein Pokémon. Paralysiert mit 16 KP. Wir werden wahrscheinlich gleich besiegt werden, aber ich werde es trotzdem mal probieren. Wenn wir besiegt werden, müssen wir es normal machen. Andere Wahl bleibt jetzt sowieso nicht. Werden wir höchstens mit viel Ehre von einem wilden Pokémon besiegt. So. Unser Pokémon-Team ist wieder fit, alles klar. Wir gehen jetzt viele Tränke einkaufen. Ah, warte mal, hier gab es doch nur normale Tränke, oder? Hallo, ich bin wieder hier. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Paraheiler. Okay, wir brauchen Tränke, viele Tränke. Okay, ich denke, wir schaffen das jetzt. Dann versuchen wir es nochmal. Ich will das eigentlich in diesem Part doch irgendwie schaffen. Sind doch erst bei 18 Minuten. Wir müssen dann nur noch mal hingehen, ne? Eines Tages. So. Dum, 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 dum. Dann müssen wir nicht mehr gegen die Trainer kämpfen. Was auch schon ein Vorteil ist. Denn mit dem ganzen Team kommen wir da durch. Das ist kein Problem. Aber halt mit einem Team, was schon vollends paralysiert ist und keine Tränke und nichts, das wird dann schwierig. Und natürlich konnten die mir und dem Mark auch kein Paraheiler verkaufen. Und nur normale Tränke. Wir werden halt auch nicht zurück ins Pokémon. Wir konnten halt auch nicht ins Pokémon-Center zurückgehen. Oder einfach in irgendein Pokémon-Center gehen.
Weil der Weg war ja versperrt, wir können ja die Kante nicht hochsprungen, wo den Pokémon Center war Wasser. Und selbst wenn unser Pokémon, wenn ich Surfer schon besitzen würde, könnte ich es nicht benutzen, weil ich dafür nicht entsprechend Arena-Orten habe. Ist halt ein bisschen doof, aber das Spiel will das ja so, ne? Ich meine, wir rennen ja auch ohne Blitz rein, also was soll's. Aber ich denke mir, dass wir da relativ schnell durch den Tunnel durchkommen. Und Zephyro ist immer noch unser schnellstes Pokémon, soweit ich weiß. Ja, die Tunnel sind ein bisschen kacke, aber da kommen nicht mehr so viele, ne? Das war jetzt der letzte große, danach kommt noch die Seeschauminsel, kommt dann noch. Was? Warum kämpfen die gegen mich? Was sind die? Ach stimmt, ich erinnere mich. Die habe ich... Bei der bin ich so gelangt, dass sie irgendwie... nicht gegen mich kämpft. Da kommen wir jetzt mich einmal kurz gehittet. Das ist jetzt nicht schlimm. So, und weiter geht's. Dann bam, bam, hallo Pokémon Center. Badam, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. So, sind ja gleich wieder da. Wir müssen ja nur diesen ewigen langen Weg. Ich könnte natürlich auch wieder jetzt die ganze Zeit diese Cut, also Schalter benutzen, um das Gras kaputt zu machen. Aber ich glaube, das bringt nicht so viel. Also wenn ich die ganze Zeit die Pokémon wegklicke, jedes Mal. Also immer wenn ich ein wildes Pokémon schon kommt, drücke ich die Speed-Taste und gehe dann runter auf Ohren. Und dann passt das, denke ich mal. Diese scheiß Wickel plus Paralysie und ich bin schneller vor. Das regt mich auf. Weil dann kann man halt, man kann dann gar nichts mehr machen, wenn der Gegner immer schneller ist als man selber. Dann greift an. Greift wieder an. Greift wieder an. Dann hätte man die Chance anzugreifen. Er ist aber schneller, also greift er wieder an. Das ist schon ein bisschen hart OP. Okay, weiter geht's. Eingang. Genau, wir müssen hier lang. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Denke ich mal. So. Sind wir schon wieder hier? Genau. Dam, dam, dam. Dam, 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 dam. Wir waren ja schon relativ weit. So, wir sind durch A gegangen und sind jetzt hier unten. Genau da. Mit Karte ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ich weiß nicht, ob die Trainer nur umgestellt wurden oder ob die einfach entfernt wurden. Das würde mich erstmal interessieren. Vielleicht komme ich ja irgendwann mal wieder so. Und man, eine Karte, also von besser Fachrezone habe ich angefangen, eine Karte zu machen. Und jetzt rüber. Okay. Ich weiß noch, damals habe ich es erstmal ohne Karte probiert und das ist echt grauslich. Also, irrst du ewig schon her, vor allem diese eben vielen wilden Pokémon, die stören einen so extrem. So, ich bin oben lang gegangen vor uns, das habe ich mir gemerkt. Weil das für mich am wahrscheinlichsten aussah, es würden die Trainer mich nicht herausfordern. Ja, also Trainer besiege ich natürlich sonst eigentlich immer alle, wenn ich das Pokémon hinter kann. Aber Höhlenregelausnahmen nenne ich es mal. Bam, 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 bam. So, jetzt sind wir gleich oben. Ja. Und ja, wilde Nebulax mit einer Höhle passiert schon mal. Und hier. So, wir sind nach B.
Da bin ich vor uns wieder ganz drüben lang gelaufen. Gut, ich mir gemerkt habe, wo ich lang gelaufen bin. So, hier nach unten. Bis zum Boden, dann rüber. Dann hoch. Und dann jetzt hier rein. So, und jetzt bin ich nach C gegangen und bin auf der Karte. Genau hier oben war's. Ah, genau, hier waren wir vor uns. Da haben wir zuerst gegen die Frau gekämpft und dann gegen den Typen. Den wir sogar noch besiegen konnten. Und auf der Karte, die ich jetzt hier vor mir habe, müssten wir nach noch drei Gegner besiegen und. Dann haben wir es, hätten wir es auch schon geschafft. So. So müssen wir ganz knapp da lang gehen. Weil auf der Karte zumindest eingezeichnet, dass vor der Leiter ein Trainer steht und den laufen wir einfach gekonnt ringsrum. Weil die brauchen keinen Blitz, um hier zu sehen, ja, das ist schon lustig. So, wir sind jetzt hier unten bei D. Laufen erstmal ganz rüber. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und jetzt ganz runter, bis es nicht mehr geht. Und eventuell weichen wir da jemanden aus. Aber nur eventuell. So, hier ist Widerstand, das heißt, ich bin der Erste drin ausgerechnet. Ich laufe jetzt wieder ganz nach links. Nach rechts, rechts, links, welche Mensch. Ich laufe natürlich ganz nach rechts. Bis zur Wand, dann runter. So, dann haben wir zumindest laut meiner Karte gerade zwei Trainer umgangen. Fehlt nur noch eine. Für diesen einen Trainer werde ich jetzt einfach mal Florian davon setzen. Meine hatten es vorhin schon fast geschafft, ne? Aber ich glaube, vor der Höhle sind auch noch Trainer, also. Nicht zu früh gefreut, ja? Also. Genau, die. An der kommen wir offenbar nicht vorbei. Ich bin so weit weggekommen, würde ich das eine Pokémon. Junge Trainerin möchte kämpfen. Setz ein Raichu ein. Ich habe einen Boten-Pokémon. Ach nein, es konnte ja Surfer. Das macht den Surfer. Und deswegen setzen wir Exile. Warum die Raichus hier Surfer können? Hä? Ist der dumm oder was? Man muss eine Frage. Dann hätte ja eine. Na egal, ich frag nicht nach. Ich frag echt nicht mehr nach. Keine Ahnung, hier weiter Schaufler. Ich will die einfach nur noch weg haben. Der Trainer muss weg. Der Trainer muss weg oder so. Ja, das zieht nicht viel ab. Das erste ist nicht effektiv. Zweitens, Exe ist ein Tank. Wow, ich glaube, wir trainieren unsere Pokémon dann. Erstmal nachher. Also, wenn wir jetzt Tower raus sind, dann Pokémon sind da. Erstmal auf Level 40, glaube ich. Das klingt gut. Ey, komm. Wir haben schon Level 38 hier, Tutok. Ja. Und vielleicht fangen wir uns noch bald wieder ein paar neue Pokémon, dann müssen wir mal schauen. So, hier unten ist der Ausgang. Genau, da ist der einzig wahre Ausgang, den wir finden müssen. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Tut mir leid, ich werde jetzt noch bis zur Stadt gehen. Nein, werde ich? Nein, werde ich nicht. Okay, jetzt machen wir den nächsten Part. Im nächsten Part werden wir jetzt hier rübergehen zur Stadt runter. Ich glaube, das dauert noch mindestens 10 Minuten oder sowas. Bis dahin, ciao.